Morgen. Muss mal kurz was gucken gehen. Abwasserhahn da, ich weiß nicht, muss ich den ja mitnehmen. Trage ich nachher nach Hause. Jetzt habe ich erstmal eine Verabredung mit dem Kollegen wegen Harry Potter, sag ich schon, nee, fast, Harry Ron. Man glaubt es kaum. Ich überall Pfandflaschen hier rum, was ist denn los hier heute Morgen? Ich mach das wirklich mal, ich mach so ein Video sonntags, ganz früh, leg los und sammle Pfandflaschen. Ich muss das irgendwann mal machen. Mir ist scheißegal, was meine Family dazu sagt. Mir ist scheißegal. Ich schnapp mir das Lastenrad, was vom Laden steht. Das große Ding. Den großen Koffer. Pumpt, wird aufgepumpt. Und dann sammle ich Quantflaschen. Aber richtig. Einfach mal gucken, was man da so zusammenkriegt an so einen Scheiß. Ja? An so. Das interessiert mich ja direkt auch mal. Was bekommt man zusammen, wenn man da früh aufsteht? Sonntags alles abklappert. Jetzt gucken wir mal hier, ob der Kollege schon da ist, aber ich sehe keinen. Ach so, die Kisten sind endlich weg. Oh, hat es natürlich genommen. Das ist der erste, der durchblickt da. Der einfach sagt, für den Preis ist es doch Schwachsinn. Alles mitnehmen. Ja, so ist das, so muss das sein. Nicht immer dieses Drumme-Eier so, oh naja, und ach, ich weiß nicht. Ja, einfach mitnehmen. Jetzt fahre ich zweimal dahin. Fertig. Das Problem ist ja auch, dass ich keine Zeit habe, ansonsten wäre der halt kein Thema. Mit Zeit und so will ich es ja machen, wie er jetzt macht. Der stellt die alle einzeln ein, nicht die Hefte, die macht er so blockweise, aber die ganzen Bücher, die stellt ihr alle einzeln ein. Was nimmt er denn so ein Buch? Foto, Booklooker, RIN? Ja, kostet halt 3-4 Euro so ein Buch. Ist ja scheißegal. Ne? Wenn er denn, das sind ja 100, über 100 Bücher, dann hat er 400 Euro. Oder 300 Euro im schlechtesten Fall. Er macht er 300 Euro, wenn er die Bücher verkauft. Schon mal zweimal mehr als 100. Und dann hat er noch die Periroden an auf Tasche. Ich schätze, er macht bestimmt aus den 100er, mit Arbeit natürlich, macht er bestimmt einen 1000er ungefähr. Gut, fertig. Periroden ist weg. Gott sei Dank. Ende der Geschichte. Oh, Frühstückszeit. Ja, die niemals enden wollende Roman-Story von Perry Rhoden ist zu Ende. Hat er sie mitgenommen? Ja, klar, hat er ja nicht Zug. Er sagt, da muss ich gar nicht überlegen. Er hat da zwei Kisten sich angeguckt, immer die Romanhefte, immer die Bücher, die Romane. Und er sagt, ja, 100 Euro ist da nichts. Ja, ist vorbei. Ich freue mich. Alle weg. Also, ich freue mich. Ich habe 150 Euro abgeschafft, sozusagen. Trotzdem freue ich mich. 11 Kisten Bücher. Weg. Ballast. Weg. Oh, meine Güte. Oh, Vorsicht. Eieiei. Das bin ich, sagt sie. Dann ist sie groß gewachsen. Scully sagt, das bin ich. Ja, wegen der Mütze da oben und dem Bart da vorne dran. Ja, schauen wir doch mal, wie die Reaktion auf den gestrigen Vlog war. Cool. Was machst du? Den Mann. Du machst so? Ja. Ja. Würde Mama freuen, dass du die alle anleckst. Papa, mit Zucker oder ohne Zucker? Was denn jetzt? Was ist denn das? Kaffee? Ohne Zucker. Kakaopulver? Nee, erstmal. Also wird es auch schon verkauft. Papa! Nee, ist okay. Der kommt wieder. Papa! Aha! Papi, Anu hat da Kaffee gemacht. Ja, hast du schön gemacht wieder. Nein, Papa. Isst du einen davon auch? Wir haben Tee haben. Ja. Wir haben Tee haben. Oh Mann, ey.
Mit auch Käse esse ich, Kamera. Kamera, willst du Käse essen? Nein, du. Will ich Käse essen? Nein, du hast keinen Mund. Oh, oh. Du hast das hier gegessen. Kamera hat keinen Mund, leider. Ein Like für zwischendurch, schön alle das Video bewerten. Ja. Ein Like für zwischendurch. Hast du recht, hab ich gerade gemacht. Steuersatz, Bremsanker. Müssen bei Fehlfunktionen doch schon früher auffallen. Da fehlt grundsätzlich die Beziehung zum Objekt Fahrrad. Insgesamt. Fahren ist gar nichts mehr Funst. Schade, Beweis. Die beiden betroffenen Fahrräder wurden auch wohl eher seltener geputzt. Ja, da hast du recht. Habe ich aber gemacht. Ich habe den ordentlich belehrt und hingewiesen darauf, dass das natürlich nicht in Ordnung ist. Guten Morgen, nach 2,5 Stunden schneiden, das geht nur wirklich nicht. Bei dem E-Bike-Unfall da vorhin, welche Menschen sind denn da mit Trommeln und Sprechchören an deinem Laden vorbeigekommen? War da Demo? Ja, war, genau. Da war Demo, tatsächlich. Würde mich auch interessieren. War es eine Verdi-Demo für mehr Personal und höhere Besoldung im Sozialwesen? Ja, das glaubst ja auch nur du. Wo ist denn so? Was ist denn los? Du hast dein Kinderzimmer im Stuhl. Wir haben jetzt gerade keine Ahnung, ist kaputt. Antworten. Aber wir haben so keinen Platz, oder? Hier war es da. Nee, die Antwort gebe ich hier. War eine Demo und zwar gegen die gegen den Mietenwahnsinn hier in diesem Kiez und nicht nur in diesem Kiez, eigentlich allgemein. In Berlin steigt es rapide, rasant. Man ja sehr schlecht. Aber in. Man verdient ja schlecht. Und man verdient immer noch das Gleiche wie vor dem ganzen Chaos. Du musst einfach streuen. Okay, da kommt schon genug raus. Einfach streuen. Ja. Und die Mieten steigen ins Exorbitante. Also, das ist im Gegensatz von vor 10 Jahren, möchte ich mal sagen. Das Doppelte, 2,5-fache meine ich natürlich. Ja, also im Gegensatz vor 10 Jahren, dass die Miete sich locker verdoppelt, wenn nicht sogar fast verdreifacht. In Neukölln sowieso. In Neukölln, Kreuzberg und gerade genau diese Ecke hier, Kreuzköln, ja, dieses, was so gerade trendy ist und hip, der gefährlichste Bezirk Berlins, wo Schlägereien, Schießereien und so. Hat mir heute auch der Kollege erzählt, da wo ich jetzt war, der die Bücher, der mir Perioden abgenommen hat, der hat auch. Gegenüber von ihm ist eine Bar oder eine Shisha-Bar wahrscheinlich oder irgend so was, nur für Frauen. Da dürfen nur Frauen rein. Dagegen haben die Araber aber was, die Männer. So, also ihr habt es da vor kurzem bei ihm, aber das ist vor kurzem, also irgendwie letztens, ihr habt es bei ihm eine Schießerei. Ne, haben sie da rumgepallert. Über 20 Einschusslöcher da und richtig mit Aufriss und allem. Sagt er, da ist richtig sind da Kugeln geflogen. Fakt ist, da ist richtig Ärger, weil in die Bahn nur Frauen drin dürfen. Und das finden die Leute aber irgendwie geil. Diese Leute von woanders, die finden das cool. Die finden, oh, das ist ja, Mann, da ist ja was los. Und immer wieder hört man was, oh, da, und kriminell, Cottbusser Tor, ja, gar nicht schlecht. Und da gab es eine Zeit lang, so vor 10 Jahren, fing das so an mit diesem Ghetto-Tourismus, sagen wir mal, Ghetto, wir haben kein Ghetto, aber, ne, wo man dann einfach gesehen hat, dass auf einmal irgendwelche Leute aus was weiß ich, aus München gekommen sind oder was weiß ich, irgendwie blank Hamburg, blank Lese oder was und sich dann einfach mal angeguckt haben, wie das in Berlin am Cottbusser Tor aussieht und standen dann da an diese Currywurstbuden oder an diese Fressbuden, die es da gibt, an diese 2-3 Versifften und haben da mit den Pennern zusammen ihr Bierchen getrunken. Fanden das total toll. Ja, alles. So, und das natürlich. Ne? Und dann auf einmal, da können wir noch hin, das ist doch trendy, eine Wohnung hier zu haben. Die Wohnungen waren total billig damals noch, also vor 10 Jahren, nur nicht vor 15 Jahren, waren die Wohnungen hier so richtig günstig, konntest du Wohnungen billig kaufen, Häuser billig kaufen. Naja. Eins führt zum anderen. Dann wird die gekauft und die Mieten steigen und steigen und dann wird verkauft. Oh, ich kann es ja verkaufen zum doppelten Preis. So, heute ist es der 4-fache Preis von den Immobilien oder so. Wenn das mal reicht, also das ist ja Quatsch. Stimmt, der 4-5-fache, 6-fache Preis teilweise jetzt schon. Oh, vor 10 Jahren. Unglaublich. Ja, das ist es. Kurzum, gegen Mietenwahnsinn und Entmietung, da war die Idee. Und, tja,
Ist ja immer noch keine schöne Wohngegend. Der Patrick ist immer ganz fleißig dabei, macht immer 3-4 Kommentare, der redet. Das ist sehr gut, Patrick. Mach einfach weiter, ich finde das gut. Und der Matthias, der Matze, will immer der Erste sein. Der macht immer ihn auf Erster. Wie immer ein toller Vlog. Amaduk. Also der Freilauf ist aber auch nicht mehr der beste. Stock ganz schön. Ja, Andi, da hast du recht. Schön, dass du auch mal wieder kommentierst, dass du wieder da bist. Hast ja wenig Zeit gehört. Hast du gesagt, zumindest der Stock ganz schön ist richtig. Man könnte den natürlich jetzt auseinanderschrauben, den ganzen Freilaufkörper. Freilaufkörper? Quatsch. Den Schraubkranz. Du meinst bestimmt den Schraubkranz. Am Anfang. Den Schraubkranz könnte man auseinandernehmen, alle säubern und wieder zusammenbauen. Rechnet sich aber überhaupt nicht. Ich meine, bei so einem Ding. Aber dann läuft er einmal frei. Neue Fetten zusammen. Auch wenn man ihn dann fettet, läuft er ja auch schwer. Bloß dann läuft er natürlich nicht so hackerig. Guten Morgen! Annette und Ringo wieder. Oh. Schön, dass wieder Fanbesuch da war. Es lohnt sich immer, in den Fahrradsalon zu besuchen. Ein Koga wird zum Single Speed. Lieber Ringo. Aber macht das nicht, wenn das Ding komplett ist. Haut das nicht auseinander oder so. Dann lass es lieber. Das ist ja eher so meine Sache. Dann mach nicht kein Single Speed draus. Wenn das Ding schon noch komplett ist, ja, wäre halt schade. Wenn noch mal so ein schönes Original dabei ist, dann bring es lieber zu mir. Gerade Koga und diese ganzen Klassiker so, ja. Ist dann, finde ich, dann fast immer ein bisschen schade. Aber du hast ja recht, eigentlich die Leute wollen den Audit. Die wollen den Audit, die gucken den Audit. So, was haben wir hier? Ralf Dingo. Hallo, gestern musste ich nicht schauen. Schön. Schön für uns, dass der Laden noch so aussieht wie letztes Jahr. Im Mai mache ich einen Laden auf, dank deinen Lehrstunden. Siehst du? Ja, toll, ich freue mich. Schön. Und genau das ist es ja. Ich meine, wenn es jetzt so richtig mit den Abonnentenzahlen, ne, wenn es jetzt so richtig viel ist, stell dir mal vor, 10-mal so viel, dann sitze ich ja hier allein schon eine Stunde, während meine Familie frühstückt und jetzt schon fast fertig ist, sitze ich ja hier schon eine Stunde und lese Kommentare vor. Das werde ich natürlich nicht machen. Denn mehr. Also das, wenn da wirklich zu viel ist, ist zu viel. Und sei es nicht sauer, ich werde auch nicht immer alle Kommentare vorlesen. Das mache ich jetzt nur, weil heute Sonntag ist. Dann nehme ich mich mal der Kommentare an. Mama, mein Glas, da ist doch so ein Löffel, kannst du mir da mal angießen? Wenn es natürlich Fragen gibt, ich werde versuchen, so lange wie möglich alle Fragen auch, die ich beantworten kann, zu beantworten. Nicht jede Frage kann ich beantworten. Manche fallen dann halt auch einfach mal hinten runter, nicht sauer sein. Und an Höhenflug oder Überflug-Gedanken leide ich auf keinen Fall. Ich warte bis Lumen hier ist, dann fange ich an zu essen. Ich hoffe, die kommt. Aha! Ja, hahaha! Da braucht da keiner nichts an. Der Tommy, der ist ganz bodennah. Da habe ich viel zu viel Realismus hier jeden Tag, der mir um die Ohren ballert. Ja, bei uns steht kein Porsche vor der Tür oder so was, ja. Und außerdem, ja, genau. Und außerdem haben wir auch nicht irgendwie eine große Villa oder irgendwie, was weiß ich, Hunderttausende von Euro für Bank. Das war echt hier Lemmy Demi und irgendwie den nächsten Urlaub schon in St. Moritz planen oder sowas. Nee. Das ist aber nicht. Ich freue mich schon auf die 4 Monate. Welche 4 Monate? In 4 Monaten gehe ich doch auf Klassenfahrt an die Ostsee. Genau, so eine Sache. Da freuen wir uns natürlich drauf. Und das ist auch gut, das ist schön, das soll auch erhalten bleiben, dass man sich auch so viele Kleinigkeiten fragt, wie 3 Tage aussehen. Aber das ist Sand. 4 Tage? Ja. Hohoho, ist ja schon ein besseres. Mhm. Ja. Letztes Jahr waren wir 5 Tage da. Und dieses Mal sind wir 4. Ich warte auf dich. Lumi ist da oben, auf dem Bett da oben. Lumi, ich warte auf dich. Komm mal runter. Aber ich warte auf dich. Ich will erst doch auch nicht. Komm mal runter, komm zu mir, Bibi. Komm bitte. Nein. Wieso denn nicht? Nee, ich, nicht du. Ich. Weil ihr habt schon angefangen.
Ich habe nicht angefangen, ich habe nichts gegessen. Ich musste einen Stuhl holen und ihr habt schon angefangen mit Essen. Ich habe nicht angefangen mit Essen. Ich habe auf dich gewartet. Ich habe extra gesagt, ich esse nicht, bevor Lumi da ist. Und Mama hat auch nichts gegessen. Die isst auch nichts, bevor Lumi da ist. Und was mit der blöden Skadi und Anouk? Na, Skadi ist schon fertig, die kann schon gehen. Ist doch gut. Ach, und Anouk hat auch auf dich gewartet. Komm. Mama hat dein Bild gemalt. Komm. Lass doch die Kleine, lass doch die Kleine essen. Lass doch die Kleine was essen, ist doch nicht schlimm. Komm, wir warten auf dich, komm mal runter. Komm zu mir. Komm zu mir, ich trag dich runter, komm. Mama, wenn du das bitte machst. Das ist halt schwierig. Ich hab nur alle gut. Anouk, alle gut. Geht doch mal rüber einfach. Könnt ihr nicht rüber gehen? Anouk? Geht weg! Anouk, bitte. Komm. Ich spiele was. Komm zu mir. Komm zu mir. Komm zu mir, Baby. Komm zu mir. Aber ich hab schon gegessen. Ich hab noch nicht gegessen. Ich hab noch nicht gegessen. Komm mal her zu mir. Sie musste mir einen Stuhl über da. Und da war die so gemein. Ja, komm her zu mir. Komm. Du bist mein Baby. Du bist mein Baby, ich lieb dich ganz toll. Halt dich fest! Halt dich fest! Oh. Papa, nee. Hast du meine Farbe? Und dann hast du das hinterlegt. Da ist es. Da. Aufpassen. Da fehlt der Schuh. Der muss da oben noch sein. Hinter dem. Hinter dem Ding muss er noch diese. Es ist nicht so schön, dass es ab ist. Wir können auch das kaputt machen. Guck mal, gucken, was Mama dir extra gesagt hat. Da liegt ein Bruch. Die wird hier lassen, oder? Okay, komm. Feller Tausch. Du magst ja auch Tomaten. Tomaten, Gurken. Bisschen Salz? Nehme ich. Das mag so wie Salz. Aufgetan. Wie bitte? Das ist immer die Dubi-Salz. Dubi-Salz ist auch nicht gut, ne? Ja. Noch rein. Nur Skadi und Anouk dürfen laufen. Ja, ja. Wie toll. Was darf die? Das war das Skadis Laubenstamm von gestern noch. Da willst du die haben? Die halbe, ist abgeschnittene halbe. Nein. Das kannst du noch machen, ich habe kein Problem. Willst du Butter drauf? Nur Butter. Unten? Oben? Sei nicht so sauer. Wir lieben dich ganz toll. Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Aber ich habe doch nicht meine Langstange gegessen. Guck mal, das ist eine halbe Laugenstange hier. Die hat sie die bekommen, angebissen. Und die haben wir beiseite gepackt. Möchtest du die haben? Siehst du. Dann hast du die Butter. Soll ich dir die auch aufschneiden? Auch Butter? Soll ich die da zusammenklappen hinterher mit Butter? Hm. Das ist schon ein sehr schwieriger Morgen. Ich auch. Kisten geschleppt habt. Ja, wenn alles gut geht, haben wir Ende des Jahres vielleicht 2 Monate lang arme Leute wohnen. Sind wir jetzt alle in einem Zimmer? Das wird Mord und Totschlag wahrscheinlich. Vielleicht ist es sogar was richtig Gutes. Weil da ist ja nichts drin, die können sich um nichts streiten. Wir ziehen nur 3 Leute ein. Da stehen. Da steht. Ein Bett. Ein Bett. Und noch 2 kleine Betten und ein Babybett. Oder ein Tisch irgendwas. Und in der Mitte ist ein kleiner Tisch. Wo man denn. Oder in der Küche. Die Tische sind in der Küche. Sind ja denn. Ja. Habe ich ja dann die Arbeitsplatte. Genau. Wo man denn sich sitzt und was isst.
Wo so in der Mitte ist vielleicht ein kleiner Koffer mit Spielzeug drin. Und die müssen sich dann alle teilen. So richtig wie Leben um 1900. Das sind auf 35 Quadratmeter, denn wie viele Leute? Sechs. Sechs Leute auf 35 Quadratmeter. Hat gar keiner den Tee gemacht am Ende, wa? Nee, deswegen brauche ich jetzt. Schön hängen geblieben, wollte ich gerade sagen. Jo. Der Bierglas verpackt, das Münchner Fanglas. Eingestrapst, Visa. Leben und Tod. Ja, da dürfte nichts passieren. Jo, hast du rausgeschrieben? Ja. Mein Zettel. Das S ist in den Keller gerutscht. Ja, ich bin so runtergerutscht. Das ist nur der Hang, Peter. Bei den Kanuschern. Genau, einseitig. Nur einseitig begehbar. Das ist echt gut, ey. Ja, das ist doch nicht blöd, ich würde erzählen. Hast du den Julius Kraut schon gesehen hier eigentlich? Julius Kraut? Achso, den Julkat. Julkat? Ja. Julklub. Julklub. Also, eigentlich. Ich habe ja die Fotos von der Frau gesehen, die du gemacht hast, und ich muss sagen. Ich aber die Krise, das sind ja überall Pinselhaare, ja, dran. Furchtbar, das ist mir heute, fällt mir jedes Mal auf, wenn ich von der Seite komme, siehst ja, du die so richtig. So genau habe ich mir das auch ganz gedacht, aber kriege ich auch die Krise gerade. Kann nicht sein, ey. Mach das nicht ab. Das sind überall Pinselhaare, was hat denn der für scheiß Pinsel genommen? Ja, ja, du, ich glaube, der war schon alt, der hat das nicht gesehen. Über 70, ne? Der hat das nicht mehr auf der Reihe gekriegt. Oh Mensch, ey, das ist ja, ich hasse das, wenn ich Pinselhaare auf meinem Bild habe. Furchtbar, wahrscheinlich waren die schon 50 Jahre im Wasser, lass sie standen und dann schön aufgequollen, auseinandergegangen. Ärgerlich. Sehe ich jetzt erst. Ja, der wird kein Echthaar gewesen. Das sind original Pinselhaare von dem. Das sind Pinselhaare. Vielleicht hat er aber nur so gemalt. Vielleicht sind alle seine Bilder mit. Die Frau ist nicht so. Guck mal. Vielleicht sind alle seine Bilder mit Pinselhaaren. Mhm. Der hat einen scheiß Pinsel genommen bei dem Ding. Ja, tatsächlich. Hier hat er obwohl zwei, ja, bisschen, zwei kleine abgebrochene. Nicht so extrem wie hier. Hat er hier auch drin. Ne? Aber das steht einfach falsch. Müssen wir mal da vorne hinstellen. Mhm. Nee, das ist anders. Das ist kein. Numi, guck mal, das Bild hier. Stell dir mal vor, du hättest ein eigenes Zimmer. Würdest du so wirklich für dich alleine? Nur für dich, da darf kein anderer rein. Außer wir. Würdest du wollen, dass das an der Wand hängt? Oder möchtest du das nicht an der Wand haben? Wand hängt. Ja, was hast du am Arm? Das war von meinem Pinselstempel. Okay, du hast gestempelt. Du wolltest das früher ja immer mal hängen haben bei dir. Ich fand's, du hast auch einen Gesichtsstempel. Zeig mal, komm mal her. Auf der Backe, hier. Hier unten. Die ist ja doof. Guck mal, Lumens Entwicklung steht da auch zufälligerweise. Und die Evolution von Lumen. Ich bin damit. Ja, würdest du das wollen, dass man das in dein Zimmer anhängt oder nicht? Ja! Ja, okay. Anhängen! Also behalten. Okay, alles klar. Okay, dann ist das dein Bild. Dann ist das in Zukunft das Bild für dein Zimmer. Wenn wir mal mehr Platz haben. Das muss mal verklebt werden, das Bild. Hat mal jemand aufgemacht hier. Um zu gucken, ob die Omi was hinten drin gesteckt hat, aber ist nicht drin. Familientag ist heute nicht so viel. Wir müssen sehr viele Räume machen, tun. Könnt ihr das sehen? Pastell. Pastell Winterlandschaft. Signiert Nagi 1952. Vielleicht heißt es eben auch Natsch, wenn es ungarisch ist. Nagi.52. Mal gucken, das muss weg, auf alle Fälle können wir nicht
können wir nicht behalten. Und die Landschaft hier muss auch weg. Die Wellen. Die Wellen müssen auch weg. Schade, so ein schönes Bild. Mittag! Fritzchen bitte. Ein Fritzchen bitte? Mhm. Okay. Fritzchen geht mit seiner Oma spazieren. Da sieht die Oma, da sieht Fritzchen einen 10-Mark-Schein auf dem Boden liegen. Da sagt, Fritzchen will es aufheben, war den 10-Mark-Schein. Ja, und die Oma sagt, Fritzchen, lass liegen. Was auf dem Boden liegt, ist dreckig, das hebt man nicht auf. Nein. So, pass auf. Gehen sie weiter, laufen weiter, laufen weiter. Auf einmal stolpert die Oma, fällt hin auf den Boden und sagt, Fritzchen, hilf mir mal hoch. Und dann sagt Fritzchen, was auf dem Boden ist, ist dreckig, das soll man nicht aufheben. Nein, aber das geht anders. Nee, der geht so. Ja, ich kenne ihn auch nur so. Schwuppdiwupp ist der Tag schon wieder um. Ich sitze die ganze Zeit wieder am Computer. Ja, ich habe den ganzen Tag. Stell ein. Ich habe jetzt gerade das Kinderzimmer wieder aufgeräumt. Tja, so ist es da. Hier ist man permanent am Räumen. Was hast du mit zwei? Also gute Nacht. Luki, auf Wiedersehen. Tschüss. Mama macht jetzt Abendbrot. Tschüss. Ja. Der Anuki wird langsam. Anuki. Anu wird langsam zum Kommentator hier. Ja. Und danach zum Diktator. Mr. Senf ist gar nichts. Ja, Mr. Senf ist ein Scheißtrick dagegen. Mr. Mostrich. Mr. Mostrich. Die ist wirklich, Alter. Wir dachten schon, Viren war schlimm. Meinst du, das ist die Schule? Alles kommentiert. Die Schule? Ja. Inwiefern? Na, mit der Umgang mit den ganzen Etepetete-Kindern. Ja, das kann durchaus sein, ja. Mit, Etepastete. Ist das denn aber auch... Gehobene Klasse. Ich vergesse schon, warum ich so weiß. Weil es so doof ist. Wir gehen irgendwo essen, wo nicht gehobene Klasse ist. Kann ich dir mal zeigen, ist gehobene Klasse? Nee, ich will das doch gar nicht sehen. Ich kann mir auch so ein Restaurant nicht leisten. Ich bin nämlich nicht gehobene Klasse. Na, ich denke mal, das hat so eine Preis. Du, vielleicht sind wir nächstes Jahr. Nächstes Jahr sind wir so gehobene Klasse. Wollen wir den ersten Stock? Jetzt sind wir noch Underdogs, so quasi. Ich bin noch im Keller tätig. Meine Frau schwirrt maximal auf der Hochparterre durch die hier. Ja. Ja. Also Bodennähe ist schon nicht mehr bei meiner Frau. Die ist schon, die hat schon abgehoben. Aber nur 6 Stufen. Guck mal, wie liebevoll. Ja, ganz toll. Und irgendwann Ziel ist ja Penthouse. Da wisst ihr Bescheid, hier für 2,8 Millionen. Das ist ja das Ziel irgendwann. Hilft uns. Scheiße Limit, sag ich nur. Sky. Dennis ist zurück aus Indien. Wie warst du in Indien? Dennis ist zurück aus Indien. Nie wieder Indien. Nie wieder? Nee, also das ist... sahst du zufrieden aus auf den Fotos? Ja, für den Moment vielleicht. Aber... Na komm doch her. Nö. Dennis! Aus dem Foto. Ja, nee, das war nicht. Dann das Ding. Ja, dann habe ich mir beim ersten Tag was eingefangen. Nee, zweiten Tag habe ich mir was eingefangen. Okay. Also da bin ich dann von der Fee oder ja, bin ich essen gewesen. Und ist man nicht gewöhnt. Zweiten Tag? Ja. Du hast doch alles mitgenommen, Kohletabletten, alles. Ja, das hat auch nicht geholfen. Also nach dem zweiten Tag. Nach dem zweiten Tag hieß es ja noch. Aber dann am vorletzten Tag habe ich mir nochmal was zu langem Essen geholt, weil ich dachte, na, jetzt ist der Körper ja immun dagegen. War und. Dass wir im nächsten Kalb gleich einfach. Ich weiß nicht, was das war, aber das war ja nicht gut gewesen. Also ja, ich habe 7 Kilo oder so ich verloren innerhalb von 8 Tagen. War 8 Tage, 7 Kilo. Oh, sie kackt einfach. Ja, ja. 7 Kilo? Ja. Da kriegt er davor schon nicht kräftig. Ich träume ja alle von. Also, ja, wenn er mal abnehmen wollt oder so, ab nach Indien. Da kriegt er alles weg. Nein. Da muss ich mal schauen, wie ich das mache. Ich mache meine Videologs immer und das ist schon okay. Sind wir fast auf 1000. Ja, ich habe gesehen. Ja. Gratulation. Wenn du 1000 hast, dann. Ja, ist ja noch nicht. Das ist noch nicht so weit. Also, war hat sich ja sehr schleppend hingezogen. Über den Winter, ne? Über den Winter sehr schleppend hingezogen mit den Leuten. Das ging aber, also das potenziert sich ja. Das ging ja schon, auch klar, auch da. Ja. Dazu ein bisschen. Gerade gestern habe ich mir ein Video angeguckt, hatte ich mir gerade selbst gratuliert zu den 200. Abonnenten und meinte noch, naja, ging ja dann aber doch ganz recht schnell, von 100 auf 200.
jetzt dann auf 1000 bis Saisonstart fast geschafft. Ja. Das jetzt bis zum Jahreswechsel nicht geschafft habe, lag einfach daran, dass der Laden zu war und die Thematik halt so ein bisschen geschwenkt hat, ein bisschen mehr Schwerpunkt Familie und so. Ja. Aber das gehört halt mit dazu und so einfach. Und das ist ja auch nicht mein erklärtes Ziel, die meisten Abonnenten irgendwie zu cashern oder so. Nö. Sonst würde ich andere Inhalte hochladen, ganz simpel. Dicke Titten. Da würde ich dicke Titten, ja. Schnelle Autos. Schnelle Autos, dicke Titten. Gewalt. Gold. Ja. Geld. Gewalt. Drogen. Alles und Scheiß. Ja, aber das mache ich eben nicht. Ja. Und deswegen, aber wie gesagt, ich freue mich sehr. Das ist so eine ehrliche. Aber vielleicht ehrliche Community. So. Da auch mal überlegen, ob du Lust hättest, ein bisschen ein paar Aufkleber zu machen, zwecks Werbung. Also jetzt wohl gehen die Leute, die gerne ein paar Aufkleber da verteilt. Ja, aber die Inder, die, da hast du deine 5 Millionen Abonnenten ruckzuck mit in der Stadt. Wahrscheinlich. Ja, das ist ja vielleicht ja nicht schlecht. Ich habe ein bisschen Werbung gemacht für einen Fahrradsalon. Ich habe nämlich auch ein paar Geldscheine, habe ich YouTube-Fahrradsalon aufgeschrieben. Das darf man natürlich nicht machen, das ist strafbar. Wenn du da das Geld irgendwie knickst oder irgendwie beschmierst und das ist dir nachzuweisen, dann. Na danke, dass du meine Adresse aufgeschrieben hast. Handy geht Spaß. Ja. Ja. Dann bin ich jetzt in Indien geächtet. Nein. Wir gucken sie dann. Ah, ja, top. Fahrradsalon. Ja, dann sehen wir uns morgen früh. Sagen wir mal so. Genau, klar. Bis dann, ciao, ciao. So, oder Dennis ist gegangen und ich gehe jetzt schneiden. Und das ist schon sehr spät, das ist schon halb 11 durch gleich. Da hoffen wir, dass es heute schnell geht. Also, wir sehen uns morgen wieder im Laden. Macht es gut, bis dann. Ciao, gute Nacht, euer Tommy.